René Litzelbauer ist nie alleine in seinem Atelier. Denn insgesamt 1200 Schaufensterpuppen stehen hier herum. Meine Vorgängerin zum Beispiel hat das immer gemacht. Die ist in der Früh bei ihr in die Firma reingegangen und hat immer gesagt, hallo meine Kinder. Ja, also das tue ich nicht. Also nein. Also, so ein, ich hab zwar einen Gletscher, sag ich jetzt einmal, aber so einen Gletscher habe ich dann nicht. Glaube ich halt. Was René Litzelbauer sicher hat, Leidenschaft für seinen Beruf. Vom Dekorateur ist er zu Österreichs einzigem Schaufensterfigurenreparateur geworden. 2017 hat er Miro von einer Wienerin übernommen und ist mitsamt der Puppen nach Linz übersiedelt. Diese Entscheidung bereut er keinen einzigen Tag. Vor allen Dingen ist es ein schöner Job, sage ich jetzt einmal. Ja, weil ich komme in der Früh und der Postler war da und es steht ein Backel von einer Firma da, wo ich letztendlich nicht weiß, was drinnen ist. Dann mache ich das Backel auf, da kommt der Oberkörper auf, außer mit Nasenbruch. Oder, also es ist immer wieder eine Überraschung, was da in der Früh dann vor der Tür steht, sage ich jetzt einmal. Es kommt aber dann auch das Kreative dazu mit außergewöhnlichen Make-ups, außergewöhnliche Augenbrauen, Lippen, wie auch immer. Also ich habe Kunden, die sagen, die wollen futuristische Make-ups zum Beispiel haben, so mit Ornamente und so. Und dann habe ich aber die klassischen Kunden, die was auch sagen, ich hätte gerne Make-up auf meinen Schaufensterpuppen aus den 80er Jahren. Das sind halt dann so diese Sammler, die haben ihre Schaufensterfiguren daheim stehen, haben sie irgendwann am Flohmarkt oder so gekauft und wollen sie halt einfach wieder im Originalzustand. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, in den jungen Jahren machen wir schöne Fotos. Man kann natürlich auch sagen, okay, mir ist es wert, ich möchte gerne einen Kopf von mir haben zum Beispiel. Oder ich möchte gern, ich sage jetzt einmal, ich habe so einen schönen Körper oder ich bin so stolz auf meinen Körper, ich möchte jetzt bitte gerne eine Schaufensterpuppen haben. Dann kommen wir in den Bereich der Sonderanfertigung, aber es ist grundsätzlich alles machbar. Ist alles möglich. Kostet halt, ich sage jetzt einmal, der Kopf alleine von dir selber 2.500 Euro und wenn du komplett die ganze Puppen von dir haben möchtest, 15.000 Euro, je nachdem, was du halt dann für Spampanadeln oder so haben willst. Spampanadeln sind im Atelier von René nur wenige erlaubt. Der Reparateur weiß genau, wo welche der 1200 Figuren steht. Also voriges Jahr habe ich eine Vermietung gehabt, der größere. Die wollten von mir Schaufensterpuppen haben. Die Anforderungen waren für die Weiß-Hochglanz aus. Der Sammler kommt halt eher mit, hey, ich hätte gern eine Schere oder ich hätte gern, hast du von Hinsgall zum Beispiel die Barbara mit dem und dem Arm, also die 57,06 zum Beispiel oder 58,03 und lauter so Sachen. Die wissen dann schon genau die Nummern, weil jede Schaufensterpuppe hat ja vom Hersteller eine Nummer, die ist verpasst kriegen und die Sammler wissen halt dann genau, ich brauche von dem Hersteller die Nummer. Ja, hast du den. Und dann gehe ich auf die Suche. Alles, was angespeichert ist, weiß ich, wo es liegt. Darum ist es auch für mich immer schwierig. Ich sage jetzt einmal, wenn jemand kommt. Ich führe gern herum, aber nicht angreifen oder leg mir zumindest das nirgendwo anders hin, weil ich finde es dann noch, oder ich renne dann nicht amok, aber die Zeit ist halt dann einfach so, dass ich sage, okay, es kann da passieren, jetzt weiß ich habe das Handgelenk, das habe ich da hingelegt. Und dann kann es da passieren, dass ich eine Stunde herunter umeinander rein und suche das Handgelenk, weil ich nicht mehr weiß, wo es halt dann liegt. Ja, und darum weiß ich halt jetzt, wo was liegt. Ja. Und da ist zum Beispiel, die ist glaube ich die 80er, also 79, 80 oder so. Ist die irgendwann einmal gebaut worden? Wird nicht mehr hergestellt. Und ist am Sammlermarkt so circa 4,5 ungefähr wert.
Sie ist auch von der Positionierung her, hat so einen Ausfallschritt so, also der eine Fuß ist so weggestreckt, dann so, die eine ist so in der Hüfte und die andere ist dann da so oben drüber und ist halt so Hand von den alten Meisterwerken, sage ich jetzt einmal. Die Puppen brauchen eine gewisse Temperatur, das heißt, also im Winter sollte dann die Raumtemperatur nicht unter Null fallen, weil sonst kriegen sie die Pest. Das heißt, also ich nenne es die Pest. Im Endeffekt sind es Schimmelflecken oder eigenartige Flecken. Und das zeichnet sich dann immer als erster bei den Handgelenken ab. Da kriegen sie dann so komische, ja, wie so, du kannst es vergleichen wie Altersflecken. Sage ich jetzt einmal, solche Sachen. Und das beginnt dann meistens immer so bei den Fingern und das zieht sich dann auch so auf. Ist nicht tragisch, also ich sage jetzt einmal zum Instandsetzen, für mich ist es jetzt nicht tragisch, weil es ja ganz ungefährlich ist. Häufigstes Gesundheitsproblem bei Schaufensterpuppen, aber nicht die Pest, sondern Brüche. Nasenbruch, Ohrenbruch und Fingerbruch. Das ist so das Gängigste. Du bist der Beauty-Doktor Schaufensterpuppen. Ja. Es ist so, dass es gibt zwei Möglichkeiten, also wenn dieses Handgelenk zu mir kommt, dann gibt es Kunden, die haben den Finger, also die schicken mir die Finger mit oder die schicken mir das Handgelenk ohne Finger und dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder ich sitze da und tue ihn von Hand nachmodellieren, wenn er eben fällt. Wenn er dabei ist, dann wird er einfach wieder anmodelliert und dann schaut er wieder aus wie ich. Die Puppen ist umgefallen, der Kopf ist am Boden dahin gerollt. Das war ein Schädelbasisbruch. Ja, quasi ein Schädelbasisbruch. René Litzelbauer ist der Einzige in Österreich, der Schaufensterpuppen wieder wie neu macht. Seine Kunden, große Textilketten, Fotografen, Agenturen oder eben Sammler, die nach einer ganz besonderen Puppe suchen. Egal für welche Puppe, die Farben, die René verwendet, sind völlig unbedenklich. Ich habe mit meinem Farbenmenschen haben wir getüftelt. Weil es ist ja so, wenn die Puppe im Fenster steht, bin ich natürlich auf einer gewissen Art und Weise ja auch ein bisschen darauf angewiesen, dass da nichts Schädliches aufkommt. Das heißt, jetzt haben wir eine Farbe gefunden, die nicht in die Textilien reingeht, sondern wirklich ausschließlich nur auf die Puppen bleibt und die Textilien das auch nicht annehmen. Theoretisch, sage ich jetzt einmal, aber bitte nicht beim Wort nehmen, aber theoretisch kann man das, die Farbe ist so gesund, dass man es essen könnte, also es passiert da nichts und ist einfach auch nicht, dass in die Textilien reingeht. 400 Quadratmeter, 1200 Puppen und einer, der sie aufpäppelt und aufhübscht. René Litzelbauer, Österreichs einziger Arzt, dem die Schaufensterpuppen vertrauen.